Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Horrorvideo hier auf Funzom LP und zwar zu Okaeri von Chillers Art. Ein japanisches Horrorspiel. Chillers Art kenne ich ja schon hier auf dem Kanal. Wegen irgendwas mit einem Zug. Hieß es einfach nur Train? The Train? Nee. Und The Convenience Store. Mitternacht und müde. Das hier soll noch ein relativ kurzes sein im Gegensatz zu den anderen Spielen von Chillers Art. Deswegen habe ich mir das jetzt gerade mal ausgesucht. Ein VHS-Style Horror-Game. Ich bin ehrlich gesagt schon ziemlich gespannt darauf. Es ist spät, müssen nach Hause kommen. Ja, die deutsche Synchro ist... Also der deutsche Text... Ich weiß nicht, ob das so perfekt ist. Vielleicht hätte ich das doch lieber auf Englisch stellen sollen. Kann ich das auf Escape? Ah, geil. Ah, Filmgrain kann ich an- und ausmachen. Hierfür lasse ich das mal an. Bei dem anderen Spiel hatte ich das ja ausgemacht. Nee, das ist dunkel. Aber die Sprache kann ich nicht mehr umstellen. Egal. Ich bin mal gespannt, wie das so ist. Die anderen Spiele von Chillers Art waren schon ziemlich geil alle. Bin ich wieder zu Hause. Als ob ich vergessen habe, wo ich wohne. Ja, kann wohl passieren. Ich laufe einfach mal. Ich finde schon mein Zuhause. Hier ist ein Spielplatz. Ist das ein Snackautomat? Das sieht aus wie Zigaretten irgendwie. Nee, ist ein Snackautomat. Okay. Ich denke nicht, dass es so ist. Okay, hier ist es scheinbar nicht. Das bedeutet, ich habe mich verlaufen und ich muss wieder zurückgehen. Ja, passiert mir auch öfters. Ich verlaufe mich auch öfters auf dem Weg nach Hause. Ist aber auch schwer, sich den eigenen Heimweg zu merken. Warum sind nur dort Krähen? Ich hatte die Krähen fliegen alle nur über meinem Haus. Ich schätze mal, das müsste dann jetzt hoffentlich der richtige Weg sein nach Hause. Als ob hier eine Sackgasse ist. Rein an den Seiten. Oh, hier geht's lang. Aha. Bin ich hier richtig? Das könnte sein. Okay, hier bin ich tatsächlich richtig. Ich habe mein Zuhause gefunden. Zu Hause. Tadaima. Tür ist auch zu. Das ist so eine Sache, die verstehe ich nicht. Die wird ja in Spielen oft angewandt, aber wer schließt in seinem Haus einfach mal random alle möglichen Türen zu? Warum? Ich meine, das ist doch sowas von unpraktisch. Natürlich sind alle Räume abgeschlossen, außer der eine hier, oder?
Okay, dann, die sind alle abgeschlossen und irgendeiner geht jetzt einfach auf. Klang wie unten. Cosa? No sé, cono. Scheint niemand zu Hause zu sein. Tür ist zu. Die Schränke kann ich nicht ran. Draußen kann ich hier nicht. 最後にテレビ見たのいつだっけ？Fernsehen. Wir wollen schon Fernsehen, wenn man das Internet hat. そういえば最近お母さん元気ないな。Was ist das für ein kleiner Kühlschrank? Hier scheint nichts mehr zu sein. Da war da doch noch irgendwas in dem Raum, das ich einfach nur nicht gesehen habe. Kagami, Kagami, 世界で一番美しいのは誰？なんてね。Ach, süß. So, ich kann hier scheinbar auch mit verschiedenen Sachen interagieren. Ich kann hier auch rausschauen. Warum auch immer. Aber hier oben ist sonst nichts mehr. Das habe ich verpasst. Ach Leute, ich muss mal echt den Filmdrain ausmachen hier, weil sonst sieht man kaum was. So sieht man schon mal deutlich mehr, muss ich sagen. Ich muss halt einfach mit verschiedenen Sachen interagieren. Langsam wird sich schon ein Weg bilden. Kann ich nicht die Fernbedienung benutzen, die Fernseher anmachen? Oder mich hinsetzen? Oh. Das wusste ich noch nicht. Das konnte ich eben aber noch nicht, oder? Ich habe das doch eben ausprobiert. Streunende Katze. Neko-chan? Kommt denn hier eine streunende Katze hin? Oder habe ich die jetzt einfach nur gehört, weil die draußen irgendwo ist? Sonst ist hier doch nichts Neues zum Interagieren, oder?
sein. Was habe ich getan? Wie, es wurde dunkel? Von der einen Sekunde auf die andere? Was habe ich jetzt hier in der Taschenlampe? Oh cool, jetzt kann ich natürlich überall rein. Okay, keine Ahnung, was der Code ist. Den muss ich wohl noch rausfinden. Sieben. Aha. Ich schreibe mir schon mal eine 7 auf. Ich hoffe mal, die Schritte sind von der Katze. Wasserkocher, Toilette, Tatami, Lagerung, mein Zimmer. Eine Liste. Was bringt mir die 7? Hier war jetzt nichts drin als Zahl. Hier ist auch nichts, oder? Doch, dort, 4. Da ist eine 4. Natürlich weiß ich die Reihenfolge nicht. Das heißt, dass hier bestimmt doch noch irgendwo was drin ist, was ich noch nicht gesehen habe. Ich schreibe mal in Klammern eine 5 auf, weil da 5 Begriffe in dem Ding drin stehen. Vielleicht ist das ja gemeint. Was sonst sehe ich hier jetzt auch nichts. Muss ich aber in den Raum hier nochmal reinschauen, oder? Hier auch noch eine Zahl. Irgendwo. Sieht nicht so aus. So, wie viele Ziffern hast du nochmal? 5 Stück. Ich habe jetzt 3. Hi. Irgendwie erinnert mich das Spiel gerade ein kleines bisschen am Fendt. 2. Cool. Das gibt's öfters. Halt immer noch unsicher mit den Zahlen. Okay. 9. Rein theoretisch habe ich jetzt aktuell 5 Zahlen da stehen, wo ich aber bei der einen nicht weiß, ob sie da wirklich hingehört. Und ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge. Da ist sie.
Okay, wir haben 2, 4, 7, 7, 9. In welcher Reihenfolge ist jetzt die Frage? Das ist ein Zettel. Okay, ich habe jetzt eine Idee. Das dort ist ein Tipp für die Reihenfolge. Tatami, Lagerung, Badezimmer. Das bedeutet, wir haben hier ja eine 7. Was soll das sein? Mein Zimmer vielleicht? Das hier sieht aber eher aus wie mein Zimmer. Ich würde schon sagen, aber hier hatten wir doch keine Zahl, oder? Okay, erstmal die Toilette. Die Toilette war, glaube ich, das letzte, was sie eben abgesucht hatten. Ich mich daran noch richtig erinnere. Oder nein, sie war relativ früh. Toilette war hier. Toilette hat die 2. Und war auch an zweiter Stelle. So, das hier ist Lagerung. Lagerung war das vorletzte. Eine 7 für die Lagerung. Neun ist in dem Schrank. Was könnte denn der Schrank sein? Rang 9. Irgendwo war doch noch eine Nummer. Irgendwo hatten wir doch, hatten wir denn die 4 her oder so? Warte mal kurz, hier. Hier war noch was. Genau. Auf dem Tisch. 4. Schrank 9, Wasserkocher 4. Wasserkocher 4? Ich denke mal, Tatami ist dann mit dem Schrank gemeint. Das ist dann 9. Die andere 7 kommt an die letzte Stelle. Das heißt, wir haben 42977 als Code. Würde so Sinn machen. Haha. これって借金ってこと? Schulden? Was habe ich da gehört? Thank you.
Notiz. Ein Abschiedsbrief. Vier Stunden später. Was? Wieso bin ich jetzt im Wald? Scheinbar zu viele Schulden. Keine Möglichkeit, sie zu bezahlen. Selbstmord? Abschiedsbrief? Oh nein. Aber wieso bin ich jetzt vier Stunden später im Wald? Wieso bin ich hier? Was ist das hier? Momentchen mal, ich will jetzt hier nicht, aber... Oder? Nein! Was? Aber hier geht noch ein Weg weiter. Oh nein, ich kann ja nicht weitergehen. Ich habe keine Wahl. Bei der Convenience Store gab es zwei Enten. Ich glaube sogar drei. The End. Ich schätze, das war's. Ich schätze, da kommen nicht mehr. Okay, das war Okaeri. Das war sehr traurig gegen Ende. Aber auch unheimlich. Auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel wieder von Chillers Art. Sehr atmosphärisch. Hat mir ziemlich gut gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei, euch das anzusehen. Ich bedanke mich deshalb vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann auch in einem anderen Video weiter. Ihr könnt euch gerne auf dem Kanal hier umschauen. Es gibt alles Mögliche. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu einem neuen Video hier auf MozartMFB. Bis dann.